Penis, Leute, und Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Outbreak Fire One. Wow, ich war hier gerade so verpeilt. Nein, haha. Okay, südlicher Korridor, 6 ist Untergeschoss. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe echt keine Ahnung. Und ich muss mich an die Steuerung, ach so, die Kamera, genau. Ich muss mich an die Steuerung wieder gewöhnen, weil ich schon seit langem nicht mehr Resident Evil gespielt habe und erst Silent Hill 3 die Steuerung davon im Kopf habe. Hier liegt einfach so ein toter Mann rum. Lecker, lecker Schmecker. Hallo, kommt doch mal mit. Dankeschön. Also. Ich wollte gerade auf die Karte drücken, währenddessen ich da durch die Tür gehe. Multitasking-fähig. Wuhu. Sicherheitszentrale, 6 ist Untergeschoss. Ui, das kann was werden. Hier ist die Perspektive so komisch. Wartet mal. Ein Bedienfeld, es ist zugeschraubt. Okay, das wird wahrscheinlich ein Rätsel oder eine Aufgabe sein. Hier ist ein Kraut. Das Kraut nehme ich mir. Haha. Ich habe es mir weggeschnappt, Jim. Siehst du? Ich kann das. Haha. Du nicht. So. Ach, warte mal. Gibt's hier irgendwas? Da ist abgelaufene Kennkarte. Mitnehmen? Ja. Sie haben das Spezialobjekt. Yay! Wir haben ein Spezialobjekt. Eine abgelaufene Kennkarte. Super süß und neu bei Real im Sonderangebot. Ein Notausgang. Die Tür lässt sich nicht so öffnen. Und hier ist so ein Loch. Eine gruselige Kamera, die uns beobachtet. Was gehört wohl in das Loch? Ich weiß nicht. Ich versuch mal eine Gurke reinzustecken. Mal sehen, ob es denn denselben Effekt hat, ne? Ein Türschluss. Türschluss? Nein, Leute, es geht wieder los. Grammatikalische Teile. Oh, nee, es ist wieder so schlimm bei mir. Bitte ein Passcode eingeben. Ja, der Passcode ist natürlich 349. Nein? Neun? Nein? Natürlich weiß ich ihn nicht. Und hier hängt auch so ein Typ einfach so unten durch die Gegend. Blinkt hier irgendwas? Hat hier irgendwas geblinkt? Nö. Es geht wieder los, Leute. Grammatikalische Gesetze verachte ich vollkommen. Hier liegt... Was liegt hier? Nein, nein! Haha, ich hab's mir weggenommen, Jim. Warum? Jim möchte immer mir all das, wenn er sieht, dass ich irgendwo zu einem Gegenstand hingehe und mir das aufnehme, kommt er gleich hinterher und möchte es mir wegnehmen. Ist der behindert? Ach, der ist so doof. Ich fühle mich so, als wenn ich hier so im Kindergarten wäre. So komisch. Ja, okay, es geht weiter. Wir laufen durch die Gegend. Dam, dam, da, dam, dam. Wir sind die Roboter. Hey, da liegt ein Typ unten. Ui, der steht auf. Nein! Du kriegst mich nicht! Bam, siehst du? Fertig, hab dich tot gekriegt. Ich hab keine Munition mehr. Was liegt hier? Ich hab's einfach mal... Mein Kampfmesser! Nee, ich will kein Kampfmesser! Hat niemand noch Munition? Was soll ich mit einem Kampfmesser? Hey, George hat mir... Nein, fuck. Pistolenmuni, erbitten. I want that, please. Just give it me. So, okay. Ihr könnt schönes Kampfmesser haben, Leute. Denn ich habe eine bessere Taktik. Ich habe nämlich eine Pistole und werde sie aufladen. Ja, das kann ich. Ihr aber nicht. Gut, okay. Gut, dieser Typ, der zittert noch. Was machen wir mit zittrigen Menschen? Sie haben einen Schlaganfall! Bam, bam. Nein, okay, da war nicht lustig. So. Was gibt's hier sonst noch? Mal schauen. Ein Getränkeautomat, ich brauche aber nichts. Oh, Heather möchte keine Cola, kein Kaffee und kein Bier. Blut tropft auf dem Boden. Und sie... Und kommt in dein Face rein. Ja, keine Ahnung. Auf dieser Bank liegt nichts mehr. Was gibt's hier sonst noch? Warum wiederhole ich mich? Ich weiß es nicht. Ich bin so aufgeregt. Ich denke so überall, dass es hier überall kleine Geschenke versteckt sind und wir sie suchen müssen, finden müssen. Genau. Aufenthaltsraum 6 ist Untergeschoss. Wir sind in einem völlig neuen Raum. Schauen wir mal auf die Karte. Die sowieso kein Schwein versteht. Geil, oder? Ein schmutziges Spülbecken. Das Wasser ist noch warm. Das bedeutet, wenn es warm ist, dass... Das Wasser ist noch warm. Ich würde eher sagen, dass es ein kochendes, heißes Wasser ist. Aber auch egal. Schaut euch das mal an. Das, oh, da kommt schon richtig der Qualm raus, weil es so heiß ist. Aber, pff. Sauna, genau. Wir sind in der Sauna. Und lassen uns das Leben richtig schön genießen. Hier gibt's nichts.
Hier gibt's nur so ein blaues Kraut, aber ich weiß ja jetzt, dass blaues Kraut gegen Gift ist. Haha. Irgendwelche Getränkeautomaten. Alles ausverkauft. Ja, genau. Du bist behindert. Du, ja, ist schon klar, ne? Alyssa, vorhin war da so ein scheiß Automat. Der war sogar, da war noch Sachen drin, aber da sagte sie, sie bräuchte nichts. Eine Anti-Gegen-Pille. Nee, was hatte ich damals gesagt? Eine Anti-Gegengift-Pille. Das ist vollkommen falsch. Die werden wir jetzt aber verwenden. So. Aber jetzt nehmen wir uns wieder das Erste-Hilfe-Spray, falls irgendwas ist, genau. So. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab... Oh, blub, Alter. Wirklich. B-L-U-B-B. Warum verstecke ich mich hier drin? Ah! So total die Scheiße. Nur ein einfaches Schloss. Und immer wenn da steht, nur ein einfaches Schloss, Leute, daran kann ich mich noch erinnern, dass wir denn einen von diesen vier Dietrichen benutzen können. Und jetzt sind wir mal hier so voll die Hacker, die Schlossknacker, Alter, voll top. Und ich drücke hier um mein Leben. Los, irgendwann muss dieses Schloss geknackt sein. Man muss jetzt die ganze Zeit auf X drücken. Wow, wer hätte das jetzt nicht gedacht? Ich weiß es nicht, mein Opa vielleicht. Haha. Von uns geöffnet. Und was ist da drin? Ein Gewehr. Scheiße, wir haben schon ein Gewehr. Egal. Na gut, umsonst geöffnet. Und hier ist ein Fernseher, wo plötzlich mitten im Leben anfängt. Der Monitor zeigt nichts an. Klar, mitten im Leben ist ja auch eine scheiß Serie in RTL. Ich sagte RTL. Ich habe gegen RTL Copyright verstoßen. Ha, Schleichwerbung. Die wir alle lieben. Die er sich aber zufällig einschleicht. Weil sie schleichig ist. Wee. Blubberi blub. Okay, in diesem Raum gab es sonst gar nichts mehr, außer dieses heiße Spülbecken. Kochend heißes Spülbecken. Hier, seht ihr? Alyssa, hallo, guck mal. Hier gibt's einen Automaten, da gibt's sogar noch was, aber nein. Wolltest du ja lieber was von dem Automaten haben, der... Ui, ich rede gerade so leise. Haha. Der ausverkauft war, genau. Und die haben das noch nicht mal nachgefüllt. Was sind denn das hier für Mitarbeiter? In der Sicherheitszentrale. Haben wir vielleicht eine Notiz aufgehoben, wo... Das verwirrt mich gerade. Wartet mal. Spezial abgelaufen. Ich höre einen Zombie. Hallihallöchen, Zombie. Oh, meine Nase läuft. So. Keine Ahnung, dich werde ich einfach mal ignorieren, weil ich es kann, siehst du? Wartet mal. Okay. Keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Zeig mir mal die Karte. Ja, die Tür ist abgeschlossen, die gelbe. Wir waren schon überall drin, oder? Waren wir wirklich schon überall? Ich weiß es nicht mehr. Los, kommt auf. Meine Crew. Meine Männer-Crew. C-R-E-W. Crew. Ah, ich habe vergessen vorzulesen. Egal. Die Musik hier ist immer total gruselig, aber ich traue mich nicht als Erste vorzugehen, weil ich Angst habe, dass ein Zombie mich angreift. Okay, aber wie es ausschaut... Gut. Nee, hier hinten gab es doch noch was. Genau, hier hinten gibt es eine Tür. Die Tür wurde zerfetzt. Wie kann eine Tür zerfetzt... Schraubenschlüssel vereist? Tauschen wir ihn dagegen ein. So, okay. Wir haben einen Schraubenschlüssel, warum auch immer... So ein scheiß Typ steht auf! Der hat wohl das neue Parfüm von... Oder Parfum von Hugo Boss geduftet. Von mir, was ich hier gerade trage. Was Alyssa trägt, genau. Ich bin ja Alyssa, haha. Und darum ist er so wild geworden. Gruselbusel. Aber wir servieren ihn eiskalt ab, haha. Denn ich bin ein Mann, Männer wie wir. Ziehen einen Schraubenschlüssel, warte mal. Wartet mal, meine ich natürlich. Verwenden. Warum geht's nicht? Schraubenschlüssel vereist. Hallo? Doof oder so? Ey, nee, oder? Wartet mal, da gab's doch so ein... Der Typ liegt immer noch am Boden. Warum auch immer? Warum stirbt er nicht? Haha, er ist ja ein Zombie. Rhetorische Frage. Wartet mal, da gab's doch ein kochend heißes Spülbecken. Und einen Schraubenzieher haben wir jetzt. Vielleicht... Oder? Meine Gedankenblitze sind scheiße, ich weiß. Ha. So, wartet mal. Vielleicht müssen wir das ja da drin aufkochen oder aufheizen.
Weil sonst würde da ja nicht umsonst vereist stehen, oder? Was meint ihr? Ja, ich rede mit euch als... Oh, oh, egal. Als wenn ihr mir jetzt antworten könntet. Aufenthaltsraum 6, das Untergeschoss. War hier nicht dieses Spülbecken? Achso, doch, da hinten war das. Genau, dieses kochend heiße Spülbecken. Wartet mal. Verwenden. Eis mit Heißwasser. Ein schmutziges Spülbecken. Dankeschön, dass ich es nicht lesen konnte. Super toll. So, die Karte. Nein. Was ist denn das jetzt? Schraubenschlüssel. Achso, ich sagte Schraubenzieher. Völlig dumm hier. Voll die tolle Aussprache. Ein einfacher Schraubenschlüssel, der jetzt nicht mehr vereist ist, weil wir ihn in kochend heißes Wasser gekocht haben. Ich koche dies, oder? So war das doch mal. Haha. Östlicher Korridor 6 ist Untergeschoss. Und ich kann mich auch daran erinnern. Wow. Jetzt freue ich mich wie ein Pfannkuchen in der Waschmaschine darüber. Jetzt eine kurze Willi will's wissen Frage. Willi will's wissen. Da-da-da-da-dam. Ja, wie sie einfach nur gegen die Wand läuft. Alyssa, du bist irgendwie doof, ne? Schon klar. Jetzt haben wir dieses Teil. Ja, jetzt versuche ich mal diesen Schraubenschlüssel da an dem Stromkasten zu verwenden. Mal sehen, was da rauskommt. Und dann kommt da so raus, nee, sie haben den falschen Schraubenschlüssel. Ich wollte schon Schraubenzieher sagen. Warum denke ich immer an Zieher? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ein Drahtzieher des verborgenen Illuminaten-Codes-Geheimnisses. Jim kommt mir hinterher. Verwenden. Wow, was hat sich da nur geöffnet? Willst du Makaronis oder willst du... Makaronis. Okay. Oh, danke, ciao. Entschuldigung, Leute, für diese kleine Unterbrechung. Ah, scheiße! Nein! Ich habe meine Waffe verloren! Ah, scheiße! Ich habe einen Lachanfall. Ach nö, ich habe meine... Da, da unten liegt meine Waffe, oder? Da unten liegt sie noch, oder? Ja. Wir tauschen die gegen... Ah. Ah, ich musste lachen. Oh, ja, super toll. Verwenden, Ventilgriff. Genau, hier dran verwenden. Hey, wie genial ist das denn? Ich habe einfach nur geraten, weil da stand, dass da wäre ein Loch. Und dann dachte ich so, ja, in Löcher kann man doch was reinstecken. Keine Zweideutigkeit hier, aber auch egal. Ah! Der Zombie macht wieder auf. Was ist denn hier los? Voll die Party. Los, Leute, kommt mal jetzt mit. Ich kriege hier voll den Anfall. Und eine Treppe führt hier rein. Ah, da gab's was. Hallo? Nein. Dankeschön. Boah, ich schreie hier voll ab, einfach so. Ach so, weitere Pistolen, Munition. Nee, brauche ich nicht mehr. Kommt, Leute. So, kommt mal mit. Ich weiß nicht, wohin uns das führen mag. Labor, siebtes Untergeschoss. Und ich suche jetzt irgendwie dringend wirklich einen Speicherplatz, weil ich möchte gerne wieder speichern, weil wir ja so viel geschafft haben. Wenn ich jetzt abkrepel, Leute, dann ist es Bullshit, wirklich, dann ist es Shit. Oh, wir kommen in einen Raum, der drei Wände hat, nicht vier, sondern drei. Zwangsjacke bitte auch noch dazu, dann fühle ich mich wie in der Psychiatrie. Hä, wo sind wir jetzt hier geraten? Hä, hier... Warum? Hä, wir sind ja wieder am Anfang, oder? Wartet mal, war hier nicht irgendwo Yoko als Zombie? War sie nicht irgendwo? Da ist sie ja! Hi, Yoko! Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich so schnell wiedersehen. Die steht sogar auf, oder? Die steht sogar auf! Ich habe irgendwie voll Angst vor ihr. Ah, ja, toll. Jetzt habe ich einen Schraubenschlüssel und so ein Ventilrad. Wo geht denn das lang? Wo geht's denn lang, natürlich, meine ich. Südlicher Korridor, siebtes Untergeschoss. Oh, WTF, Leute, ich bin vollkommen gedankenlos. Ich weiß wirklich nicht, gab es hier noch irgendwo... Wer hat hier nach Hilfe geschrien? Schlage ich eins in die Fresse. Nein, okay. So. Mal sehen.